Ansgar ist. Mit Natalie zusammen. Du bist vollkommen wahnsinnig. Dieser Wahnsinn hat Methode. Auf Ansgar von Lahnstein, den Märchengrafen. Den du widerlich findest und einen Großkotz? Ramona, das ist der Punkt, wo ich den Abend beende. Irrtum. Ich habe dich für die ganze Nacht gebucht. Nein, hiermit ist der Abend für mich beendet. Bist du übergeschnappt? So wie du eben mit der Köchin umgegangen bist. Tut mir leid, da ist mir die Lust vergangen. Scharf auf die Kleine. Nein. Dann denk doch, was du willst, ne? Hier geblieben. Der Abend gehört mir. Und die Nacht auch. Wenn du das meinst. Bitteschön, dein Geld und meinen Anteil am Essen. Damit wären wir wohl quitt. Es geht nicht ums Geld. Also ich kann dir gerne die Telefonnummer eines Kollegen geben. Glaubst du wirklich, ich rufe jemanden an, den du empfiehlst? Mehr kann ich nicht für dich tun. Was gibt's? Guten Morgen, Schwesterchen. Siehst ein bisschen müde aus. Opferst du dich etwa für die Holding auf oder nimmt dich dein Liebesleben so in Anspruch? Was geht dich das an? Immerhin bist du ja so rücksichtsvoll, deine Freundin nicht länger hierher mitzubringen. Wenigstens einer aus der Familie sollte dir dafür danken. Ja, das hast du jetzt getan. Noch was? Ja. Wenn ein schwerkranker Mann darum bittet, dass sein Zustand diskret behandelt wird, sollte man das respektieren. Ansgar, du wiederholst dich. Sag mal, warum nehmt ihr beide euch nicht einfach eine Wohnung in der Stadt? Da wird ihr völlig ungestört. Wie bitte? Weißt du, ich spreche aus Erfahrung. So ein erfülltes Liebesleben ist eine echte Wohltat und löst Aggressionen. Ansgar, lass mich einfach in Ruhe. Das löst meine Aggression. Ich will dir nur helfen. Du willst mich nur loswerden. Ich weiß gar nicht, wie du auf sowas kommst. Ansgar, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Vermutlich hätte Vater nichts dagegen, wenn meine Freundin von seiner Krankheit erfährt. Susannes Anteilnahme wäre nämlich nicht geheuchelt. Oh. Hallo, der Pförtner hat mir die Post für dich mitgegeben. Ist doch okay, dass ich Pepper mitgebracht habe? Ja, solange er die Pfoten von meinen Klamotten lässt. Was meinst du? Welches? Sitz. Sitz? Ja, fein. Kommt drauf an, wofür. Treff mich mit Ansgar. Du hast die ganzen Teile für Ansgar gekauft? Nicht nur, aber ich habe schon an ihn gedacht. Du würdest also wirklich mit dem Typen anwenden, den du überhaupt nicht abkannst, nur wegen der Publicity? Wenn es nicht anders geht. Hey, das sind 50 Briefe, allein heute Morgen schon. Du bist berühmt genug. Genug berühmt ist man nie. Also welches? Na, für deinen Plan bleibst du am besten nackt. Warum verstehst du das nicht? Wer an die Spitze will, muss Opfer bringen. Wenn man erst mal oben steht, ist eh alles vergessen. Stech? Was gibt's, Ansgar? Ach, Ich wollte nur mal sehen, wie es dir geht. Gut soweit. Danke. Ja,
eigentlich irgendwelche Neuigkeiten von meiner wunderbaren Oma? Solange sie krank ist, bekommt sie vom Personal alles, was sie braucht. Sobald sie gesund ist, verlässt sie Königsbrunn. Und das wäre dann auch alles, was dazu zu sagen wäre? Ja. Oh. Da sind wir ja ganz gut getroffen. Nathalie sieht darauf sehr glücklich aus. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich werde sie nicht unglücklich machen, keine Angst. Sie ist mir wichtiger, als du denkst, weißt du? Sag mal, alles klar bei dir? Ja, wieso? Du sah nicht so aus. Das könnte ich auch irgendwie verstehen nach gestern. Du meinst wegen unserem genialen Chefkoch? Nein. Eigentlich wegen Gregor. Was soll mit dem sein? Naja, irgendwas läuft doch da zwischen euch. Selbst wenn jemals was zwischen uns gelaufen wäre, ich sage wenn, dann wäre es jetzt spätestens vorbei. Warum? Ach, Gregors. Na, Schnalle hat auf mir rumgehackt. Und er saß nur wie ein Schoßhündchen daneben. Also besteht keine Chance auf Versöhnung? Nein. Endlich Pause. Schön, dass du sie hier verbringst. Aber nach der ganzen Sitzerei im Taxi. Okay, auf in den Park. Ach, Carla. Könnte ich dich einen Moment sprechen? Hallo, Frau Brandner. Hallo. Ich gehe schon mal vor. Anscheinend siehst du ja tatsächlich einen Spaziergang mit deiner Gespielin. Ein Mittagessen mit der Familie vor. Ach, was willst du? Etwas Fairness für einen kranken Mann. Fairness. Du weißt doch noch nicht mal, wie man das buchstabiert. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Allerdings hast du recht, im Businessbereich kommt man mit Fairness nicht weit. Ach, apropos Geschäfte. Die Quartalzahlen von deinem Weinimport liegen heute Abend bei mir auf dem Tisch. Und ich hoffe, sie sind zufriedenstellend. Viktor, na, was haben wir denn da? Oh, Süppchen und Salat. Na, dann hoffe ich doch, die Oma wird bald wieder auf den Beinen sein, hm? Das wünscht der alte Graf auch. Na, wer sagt's denn? Manchmal wünscht der alte Graf offensichtlich dasselbe wie ich. Hm. Ach, Viktor. Hören Sie doch bitte die Atropiendosierung für meinen Vater, ja? Schon wieder. Ja, schon wieder. Es muss sein. Stimmt so. Danke. Keine Ursache. Obwohl, ich muss schon sagen, zu meiner Zeit war der Service besser. Wer könnte diese Zeit vergessen? Man sieht sich. Warte mal. Wir haben heute keine zusätzlichen Flugbuchungen oder so? Nein, leider morgen erst wieder. Gibt's sonst noch was zu tun? Nicht, dass ich wüsste. Der Heli könnte doch mal so eine gewisse Grundreinigung gebrauchen, oder? Du weißt schon, innen, außen, Sitzpolster. Sag mal, Fußmatten. Das war doch schon vor Wochen meine Rede. Und du weißt doch ganz genau, dass wir uns keine Putze leisten können. Dann mach ich's jetzt. Seit wann denn so strebsam? Ich will einfach nur meine Zeit sinnvoll nutzen. Sie haben eine neue Nachricht. Nachricht Nummer 1. Hi. Hey. Hi, Vanessa hier. Das war echt nett von dir, dass du mich mitgenommen hast. Vielleicht können wir mal um die Häuser ziehen, solange du noch frei bist. Ciao, Anke. Ist das Vanessa? Ja, sie will sich mit mir treffen. Hör mal, ich habe was im Auto vergessen. Ich komme gleich, ja? Die ist gestern schon die ganze Zeit um mich herum, Frau Wenzel. Naja, ich weiß. Du bist doch nicht etwa eifersüchtig. Auf Vanessa. Gibt's einen Grund? Ach, natürlich nicht. Das ist Vanessas Kette. Ich weiß. Ich habe sie gestern im Auto mitgenommen. Da wird sie wohl vergessen haben. So, so. Ja. Nathalie, ich liebe dich. Außerdem werden wir heiraten. Also warum sollte ich dich betrügen? Noch dazu mit jemandem wie Vanessa. Ich weiß, was sie macht, wenn sie einen Mann will. Ach ja? Bei mir beißt sie damit aber auf Granit. Ansgar, du bist ein Mann.
Allerdings. Und kein Mann sagt nein, wenn eine Frau wie Vanessa es richtig anstellt. Du schon gar nicht. Och. Seid ihr euch nicht schon mal auf deinem Schreibtisch näher gekommen? Nathalie, das ist ewig her. Und seit damals weiß ich, was sie für ein Miststück ist. Also. Darauf steht ihr Männer doch. Was war das? Vater. Vater, um Gottes Willen. Soll ich einen Arzt rufen? Nein, nein, lass mal. Kannst du aufstehen? Ja, ja. Das geht schon. Jetzt sind wir schon über eine Stunde ungestört. Ohne Handyklingeln, ja, das habe ich auch abgestellt. Ohne quengelnde Kinder, ohne Papa und Elisabeth. Ach, das Kaffee trinken war doch ganz nett. Ich bin aber trotzdem lieber mit dir allein. Entschuldigen Sie, Frau Gräfin. Tja. Was gibt's? Es ist vertraulich. Ich bin gleich wieder da. Ja. Ihr Vater ist... Er hatte einen schwächeren Fall. So schlimm war es noch nie. Ich komme sofort. Das war's dann wohl mit der trauten Zweisamkeit. Ist was passiert? Das macht man so. Das kann ich doch machen. Was ist mit der Suppe? Kein Problem, ich habe alles im Griff. Das Dessert mit einer Spur Kardamom ist der Renner. Glückwunsch! Ihnen natürlich auch, Sie sind ja letztlich verantwortlich. Es geht eben nichts über hochmotivierte Mitarbeiter. Nicht wahr? Ich bin so froh, dass ihr euch jetzt gut versteht. Zwei solche Könner, da wird der Schneider bald zu klein sein. Ist die Füllung soweit? Das mache ich selbst. Ich helfe dir. Ach, das brauchst du nicht, das geht schon. Ich doch gern. Und das alles nur, damit du ja nicht an den Typen denken musst, der dir ja so egal ist. Welcher Typ? Es tut mir wirklich leid, aber es geht nicht anders. Klar. Warum sagst du mir nicht die Wahrheit? Ich sag dir die Wahrheit. Du musst wirklich in die Holding? Es ist ja in Ordnung, wenn du nicht drüber sprechen willst. Aber bitte lüg mich nicht an. Nein. Was immer es auch ist, ich weiß, du bist für mich da. Machst du dir Sorgen um deinen Vater? Ach, lass uns über was anderes reden. Carla ist jetzt ja bei ihm. Auch ein? Danke, nein. Also etwas Gutes hat Vaters Zusammenbruch ja wenigstens. Du nervst mich nicht mehr wegen Vanessa. Ich möchte dir ja glauben. Nathan, selbst wenn sie über mich herfallen würde, da würde nichts laufen. Na, was meinst du? Soll ich rangehen? Lässt ja eh keine Ruhe. Na, auch wahr. Vanessa, was gibt's denn? Warum soll ich dich zurückrufen? Mein Schätzchen, ich habe Wichtigeres zu tun, okay? Ja, ich habe dein Kettchen gefunden.
Jetzt hör mal zu, am besten ist, ich bring's dir einfach nachher vorbei, okay? Sie ruft und du springst. Und da soll ich nicht misstrauisch werden? Ist doch eine hervorragende Gelegenheit, ihr zu zeigen, dass sie mich in Ruhe lassen sollten. Was hat dich getroffen, hm? Da geht's schon zu. Wer lässt sich schon gerne wegschicken? Vielleicht musst du sie in die Holding. Arbeit lässt sich nicht immer aufschieben. Müsstest du nicht auch eigentlich? Bei mir ist das was anderes. Eine Pause tut mir sehr gut. Danke. Das Problem ist, ich weiß, dass es nicht um die Holding geht. Sondern? Irgendwas in der Familie. Oh, da frage ich wohl besser nicht weiter. Kannst du ruhig. Ich kann dir sowieso nichts sagen, weil Carla mir nichts erzählt. Womit wir beim Kern des Problems wären. Warum redet sie nicht mit mir? Warum ist sie so verschlossen? Die von uns zu sind eben so. Wir Normalsterblichen begreifen sie einfach nicht. Das wäre als Lösung zu einfach. Da ist was anderes. Hast du das Gefühl, sie vertraut dir nicht mehr? Wahrscheinlich sehe ich nur Gespenster. Ansgar und Vanessa, kannst du dir das vorstellen? Also bei Vanessa kann ich mir so einiges vorstellen. Und Ansgar? Ich muss ihm vertrauen, sonst drehe ich echt durch. Hallo. Hey. Max, ich wollte mich entschuldigen. Es ist mir vollkommen egal, was du willst. Gut, dass du da bist. Tisch 6 und 8 habe ich schon abkassiert. Hm? Das hier geht an Tisch 9. Ja, ich bin dann mal weg. Okay. Du übertreibst nicht mit deinen Doppelschichten. Ist ja nur, solange Cecile nicht da ist. Lass mich das machen. Wohin? Tisch 9, aber du musst das nicht. Mach ich doch gern. Sollen wir nicht lieber irgendwo eine Pizza essen gehen? Ich hab den ganzen Tag den Heni geschrubbt. Komm, wir kochen lieber selbst was. Irgendwas ist doch mit dir. Und kochen bringt dich auf andere Gedanken. Glaubst du, ich hab das nötig? Wenn ich ehrlich bin, ja. Soll ich Max fragen, ob sie mitkommt? Ja. Alles in Ordnung? Das sollte ich dich fragen. Es wird immer schlimmer. Aber das war ja nicht anders zu erwarten. Wer weiß, wie lange ich meinen Zustand noch vor der Welt verbergen kann. Es ist nicht einfach. Manchmal. Carla, wenn das nicht alles so wäre, wie es ist. Ich würde dir so gerne ein bisschen zur Hand gehen, aber wenigstens weiß ich die Holding bei dir in guten Händen. Ja. So, und jetzt will ich dich nicht länger stören. An Bayer halten Sie einen Überblick über das vergangene Quartal. Die Entwicklung verlief zufriedenstellend, außer... Nein, verdammt! Nichts ist zufriedenstellend! Hey, wir wollten zusammen kochen, nicht ich allein. Hast ja recht. Was machen wir denn? Also, wir haben Petersilie, Gurken, ein Paprika, ups. Hier, nehmen wir das mal alles. Käse, Apfel, Kiwi, so. Nudeln und Reis. Da können wir uns auch was Schönes zusammenbrutzeln. Ja. Mit so viel Begeisterung hätte ich ja gar nicht gerechnet. Tut mir leid, ich bin ein bisschen schlecht drauf. Warum eigentlich? Das würde ich auch gern wissen. Weißt du, gestern habe ich eine Kundin weggeschickt und
Das ist mir vorher noch nie passiert. Ah, so aber auch abzusehen, so wie sie mit Max umgegangen ist. Daher weht der Wind also. Deswegen ist sie auch sauer auf mich, weißt du? Weil sie dachte, ich hätte sie verteidigen müssen, aber... Mann, mit Max, das ist... Ja, was denn? Ich weiß es doch auch nicht. Aber ich... Es hat dich erwischt. Du hast dich in Max verliebt. Hi! Schön, dass du hier bist. Möchtest du was trinken? Ich bin eigentlich nur deswegen hier. Nicht mal einen kleinen Schluck? Vanessa, hör auf, dich an mich ranzuschmeißen, okay? Ich bin doch nur nett. Ja, was auch immer du damit bezweckst. Gar nichts. Jetzt so egal, was du vorhast, es wird nicht funktionieren. Also, bitte keine Anrufe mehr, keine Bitten um Mitfahrgelegenheiten und vor allem keine verlorenen Kärtchen, okay? Was unterstellst du mir? Solche Tricks habe ich doch gar nicht nötig. Und so aufregend bist du auch wieder nicht. Na, dann sind wir uns ja einig. Du möchtest zu gerne wissen, was ich vorhabe, nicht wahr? Ich kann dir sagen, was ich jetzt vorhab. Ich werde gehen. Nimmst du mich mit runter? Oder komme ich dir da schon wieder zu nah? Hallo. Guten Abend, Herr Brandner. Es tut mir leid, dass ich Sie so spät noch überfalle. Macht gar nicht. Kommen Sie rein. Susanne ist allerdings nicht da. Sie ist kurz in die Taxizentrale. Ach so. Ja, dann. Kann ich etwas ausrichten? Nein, nein. Ich dachte nur, wenn Susanne... Was ist das?